Hallo zusammen und willkommen zum ersten Allgemeine Strategien-Video. In diesem Video geht es um Grundlagen und Beispiele. Wir werden uns allgemeine Strategien, die nicht nur, aber vor allem in der Mathematik besonders hilfreich sind, anschauen. Darunter zählen das Vorwärtsrechnen, Rückwärtsrechnen und sich Zwischenziele zu setzen, unter anderem. Im Folgenden werden also immer nur Konzepte geliefert, die man ohnehin schon beim Problemlösen intuitiv benutzt. Doch hat es durchaus einen qualitativen Wert, diese vorher klar zu definieren, also klar abzustecken, was ist was, und diese dann auch so zu artikulieren bzw. zu kommunizieren. Das kann einen beim Problemlösen öfters dazu bringen, schneller dieses Konzept anzuwenden und klarer anzuwenden und damit das Problem schneller zu lösen. Wir starten also jetzt mit unseren Strategien. Und die erste Strategie, die wir haben, sobald wir ein Problem gegeben haben, wollen wir dieses Problem verstehen. Bedeutet also, klar zu wissen, was ist gegeben und klar zu wissen, was ist eigentlich gesucht. Wir haben also jetzt unsere Daten und Voraussetzungen und wir wollen irgendwie unser Ziel bzw. unser Unbekannte erreichen durch einen Lösungsweg. Dies ist jetzt ein exzellentes Beispiel dafür, für eine Strategie, also das Problem erst zu verstehen, von dem man das Gefühl hat, sie ist trivial, sie muss gar nicht ausgesprochen werden, weil wie soll man ein Problem lösen, ohne vorher das Problem verstanden zu haben. Doch man wundert sich nicht nur bei anderen, auch bei sich selber vor allem auch, ich meine, das ist völlig levelübergreifend, aber vielleicht auf einem bestimmten Level seltener, wie wenig das Problem verstanden wurde, bevor losgegangen wird, um es zu lösen. Das ist dann natürlich höchstgradig ineffizient. Man könnte hier jetzt natürlich auch Beispiele aus der eigenen Forschung bringen oder aus ziemlich vielen Situationen levelübergreifend sozusagen, aber womit man vielleicht am meisten was anfangen kann, ist zum Beispiel in der Nachhilfe oder noch besser im Lernzentrum, für den, der das kennt. Da sitzt man dann halt, dann kommen die Leute mit den Aufgaben, mit denen sie sich gerade beschäftigen, wo sie nicht weiterkommen und einem halt Frage stellen. Und dann ist es oft so, dass dann halt jemand kommt und sagt, hier, das ist die Aufgabe, ich komme hier nicht weiter. Dann schaut man sich die Aufgabe an, liest sie durch, irgendwann hat man einen Überblick und sieht, ja, hier dieses Objekt mit dieser Eigenschaft ist wichtig für die Lösung dieser Aufgabe. Dann fragt man natürlich, du, kannst du mir sagen, was diese Eigenschaft bedeutet? Und dann kann die entsprechende Person, die ja schon länger an der Aufgabe arbeitet, halt nicht die Definition liefern, beziehungsweise vielleicht im besten Fall noch eine intuitive Erklärung dieses Objektes mit der Eigenschaft liefern, aber nichts formal Schlüssiges, was man halt hinschreiben könnte, womit man weiterarbeiten könnte. Und da liegt dann oft der Hase im Pfeffer begraben. Das ist dann der Grund, warum die Aufgabe nicht gelöst werden kann. Denn es wurde noch gar nicht richtig verstanden, was eigentlich gegeben ist. Das Problem wurde gar nicht richtig verstanden. Und das heißt, die ganze Zeit zuvor kann man mehr oder weniger in die Tonne kloppen. Also das hätte man auch effizienter gestalten können. Deshalb mache man sich immer klar, wie gesagt, das ist auch levelübergreifend. Das passiert mir auch immer wieder, dass man sich aber ganz klar macht, bewusst auch das Ziel setzt, die Strategie zu verfolgen. Ich muss erst verstehen, was das Problem ist. Was ist gegeben? Was will ich eigentlich rausbekommen? Was sind meine Daten? Was ist mein Ziel? Was ist meine Unbekannte? Und dann geht es los. Und hierbei ist dann auch hilfreich, sich gute Notationen zu überlegen, sowohl für das, was gegeben ist, aber auch für das, was gesucht wird, um dann halt leichter formal arbeiten zu können, vielleicht auch Sachen vorzusortieren, vorzustrukturieren. Nachdem man sich also jetzt mit den Daten und dem Ziel vertraut gemacht hat und sich das alles klar gemacht hat, kann man zur nächsten Strategie, die dann lauten könnte, dass man sich überlegt, ob man nicht schon mal ein ähnliches Problem gesehen hat. Und dann versucht, daraus Parallelen zum aktuellen Problem zu ziehen, indem man vielleicht irgendwelche Ideen benutzt, die dort auch benutzt wurden, Umformungen benutzt, die dort auch benutzt werden. Und das ist generell eine Strategie, die man sehr schnell verfolgen sollte, wenn man vor einem Problem sitzt. Habe ich schon mal ein Problem gesehen, was so ähnlich gelagert war? Dann versucht man halt Verbindungen zu ziehen und braucht das Rad bei jedem Problem nicht neu zu erfinden. Als weitere Strategie kann man dann versuchen, soweit es das Problem halt zulässt, erste Beispiele sich anzuschauen und so langsam ein Gefühl für das Problem zu entwickeln, für die Strukturen und die Objekte, die im Kontext dieses Problems halt auftreten, zu bekommen. Dazu werden wir auch gleich nochmal ein Beispiel sehen, bei dem man das sehr schön erkennt. Eine weitere gute Möglichkeit, das Problem besser zu verstehen, ist es, Skizzen anzufertigen, soweit das Problem es natürlich auch zulässt. Und diese ganzen drei Punkte, die ganzen letzten drei, haben auch den Vorteil, dass sie einen dazu bringen, sehr konzentriert und zielgerichtet sich mit dem Problem zu beschäftigen. Sobald man ein ähnliches Problem sucht oder schon gefunden hat und versucht, Parallelen zu ziehen, ist man halt mit den Verbindungen beschäftigt,
aber sehr konzentriert dabei, sehr zielgerichtet. Das gleiche ist bei den Beispielen. Man muss halt erstmal die Beispiele konstruieren und dann muss man versuchen, Muster zu erkennen in den Beispielen, die einem helfen. Bei der Skizze genauso, dann ist man erst mit der Skizze beschäftigt und dann die entsprechende Anschauung dabei zu, ja, ich sag mal, konzeptionalisieren und dann hilfreich zu benutzen. Das sind halt alles sehr zielgerichtete Möglichkeiten, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Und der Gegensatz dazu wäre ein zwar mit dem Problem sich beschäftigender Geist, sag ich mal, aber der halt brainstormartig einfach Gedanken aufploppen lässt, wieder verschwinden lässt. Und das ist offensichtlich nicht zielgerichtet und deutlich langsamer. Und das sollte auch einem klar sein, dass es viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, wenn man an einem Problem arbeitet. Und zielgerichtetes Arbeiten ist eines davon. Naja, in jedem Fall ist eine weitere Möglichkeit, sich dem Problem mehr anzunähern oder das Problem besser zu verstehen, das Problem zu verallgemeinern. Wir hatten das schon einmal in einem vorherigen Video. Oft sind viele Strukturen dort, die bezüglich des Problems irgendwie auftreten. Und wenn man es schafft, das Problem zu verallgemeinern und Strukturen abzugeben, dann kann man sich auf die wenigen Strukturen, die überbleiben, weiter konzentrieren und dadurch vielleicht einen besseren Überblick gewinnen und Muster leichter erkennen. Auch hierzu gibt es gleich noch ein Beispiel. Eine weitere gute Möglichkeit, das Problem besser zu verstehen und dies auch zielgerichtet zu tun, ist, Vermutungen aufzustellen. Natürlich sollten die Vermutungen nicht blind geraten werden zu Beginn. Man sollte sich schon einen Moment Zeit nehmen und zu realisieren, in welcher Situation man sich befindet. Aber danach ist es oft hilfreicher, mutig Vermutungen aufzustellen und diesen nachzugehen, weil man in der Zeit, in der man der Vermutung nachgeht, sehr zielgerichtet arbeitet, versucht diesen Weg lang zu gehen. Auf dem Weg wird man ja mitbekommen, wenn man einen Fehler hat und dann diesen Fehler als Erkenntnis gewinnen und vielleicht die Vermutung abändern, wenn es denn notwendig ist. Und das ist eine oft effizientere Art und Weise, sich mit dem Problem zu beschäftigen, anstatt erstmal rumzusitzen und Gedanken aufploppen zu lassen und gucken, was passiert. Auch hier ist es aber wichtig, beides zu können. Natürlich muss man diesen Vermutungen nachgehen, das ist vielleicht das Schwierigere, das, was man eher nicht macht, diese Vermutungen aufzustellen und nachzugehen, aber auch manchmal sich komplett zurückzunehmen, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt und die Situation nochmal von einem höheren Standpunkt sich anzuschauen. Dies führt uns dann zum nächsten Punkt, und zwar ist es der Punkt, dass man manchmal auch das Problem nur lange anstarren muss. Und das heißt einfach nur, muss natürlich geduldig sein. Manchmal ist es so, dass man stecken bleibt und nur wenn man nicht jeden Moment weiterkommt, auf einem kleinen Plateau in dem Moment ist, ist es halt wichtig, trotzdem seine Gedanken bei dem Problem zu haben. Man kann sich da eine Zeit setzen, wo man sagt, jetzt starre ich das Problem an, egal was um mich herum passiert, konzentriert bleiben, nicht gleich bei jedem Plateau aufgeben. Und interessanterweise, so habe ich es bis jetzt mitbekommen, ist es genau diese Fähigkeit, die von der Berufswelt an einem Mathematiker geschätzt werden, also der das Mathematikstudium abgeschlossen hat, dass dieser, so hat es jemand mal sehr schön formuliert, einfach keine Angst vor einem Problem hat. Und wenn ein Problem zu widerspenstig ist, dann gibt entsprechend die Person nicht auf, sondern ist in der Lage, auch in dieser Situation Oberwasser zu behalten und sich langsam zu strukturieren und auch einem schwierigeren Problem sich zu nähern. Und wie lernt man das im Studium? Durch Auseinandersetzung mit hunderten von Problemen, die alle ein wenig zu schwer sind, bei denen man gezwungen ist, sich zu strukturieren, in denen man implizit, mindestens implizit, diese ganzen Strategien verfolgt hat und man also auch allgemeiner in der Lage ist, nicht vor jedem Problem zusammenzuzucken, um geduldig zu bleiben und trotzdem einigermaßen voranzukommen. Am wichtigsten ist es also bei diesem attraktiven Punkt der Problemlösekompetenz immer wieder in der Praxis zu sein, also immer wieder an Probleme zu stoßen, die man lösen muss. Aber wenn man das dann genug tut, ist es auch mal wichtig, dann einen Schritt nach hinten zu gehen, sich diese wichtigen Strategien mal einmal klarzumachen, die man alle ja implizit benutzt, und dann wiederum in die Praxis hineinzugehen und diese Strategien dann klarer deklariert und effizienter zu benutzen, um noch besser zu werden in der Problemlösekompetenz, die ja, wie besprochen, besonders attraktiv ist. Und so machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Punkt, also der nächsten Strategie.
Und zwar ist es das Vorwärtsrechnen, vielleicht allgemeiner Vorwärtsarbeiten, wenn man das in einem allgemeineren Kontext sehen möchte. Und zwar ist die Frage, ich habe irgendwelche Daten, wie kann ich denn von diesen Daten einfach weiterrechnen? Und wenn wir uns dann unser Bild angucken mit den Daten und dem Ziel der Unbekannten, dann ist es anschaulich gesehen so, dass man einfach damit anfängt, ja, ich mache einfach irgendwelche Folgerungen, schauen, was passiert. Okay, kam nicht weiter. Mache ich eine weitere Folgerung, da bin ich immer noch nicht nah an meinem Ziel. Naja, war wohl keine sinnvolle Folgerung. Naja, und dann kann ich vielleicht eine Folgerung haben, wo ich schon näher an das Ziel gekommen bin, und von dieser Folgerung kann ich dann anfangen, weiterzuarbeiten, um mich dem Ziel zu nähern, so wie man es halt in der Praxis auch kennt. Das Gegenstück dazu ist dann natürlich das Rückwärtsrechnen. Und dann stellt sich also die Frage, ich möchte mich meinem Ziel nähern, und die Frage ist vielleicht, wie kann ich das Ziel erreichen? Das heißt, man ist in der Ausgangssituation wie gerade, man hat Daten, Ziele natürlich, aber jetzt versucht man quasi von hinten anzufangen und sich zu fragen, naja, ich habe irgendwelche Zwischenziele, die ich formulieren kann, und von denen komme ich dann zum Endziel, indem ich schon irgendwelche Folgerungen im Kopf habe. Und die Frage ist einfach nur, welche dieser Zwischenziele kann ich mit meinen Daten und Voraussetzungen erreichen? Und hiermit kommen wir dann direkt zu den Zwischenzielen. Das ist auch eine super Strategie, die man fahren kann. Man versucht sich also Zwischenziele zu setzen, indem man hat, okay, ich habe jetzt meine Daten, mein Ziel wieder mal, und dazwischen habe ich ein Ziel, was ich zuerst erreichen will, und statt den einen langen Weg zu gehen, habe ich halt diese beiden kürzeren Wege, die ich separat beweisen kann. Und ja, das ist auch generell eine sehr gute Problemlösestrategie, sein Problem aufzuteilen, Zwischenziele zu formulieren, wobei es natürlich sein kann, dass mal ein Zwischenziel nicht zu erreichen ist oder nicht hilfreich ist, aber das weiß man oft erst im Nachhinein. Und eine Möglichkeit in der Mathematik ist es halt, dass man sich dann für als Zwischenziele Spezialfälle setzt, für die man Aussagen beweist. Das waren dann erstmal alle Strategien, die ich hier aufzählen wollte. Diese wollen wir nun an einigen Beispielen uns mal anschauen. Und wir haben hier nochmal als Strategien aufgelistet und gehen mit dem ersten Problem oder gehen das nächste erste Problem an. Und zwar ist jetzt hier die Frage, bestimmen Sie die Länge d der Diagonale eines Quaders mit Seitenlänge ABC. Ich empfehle jedem Zuschauer, das Video hier anzuhalten und sich mal zu überlegen, welche von diesen Strategien man hier sehr gut anwenden könnte, um das Problem zu lösen, beziehungsweise vielleicht das Problem direkt zu lösen und dann sich im Nachhinein zu überlegen, aha, welche dieser Strategien habe ich denn explizit benutzt. Wir fragen uns also zuerst, haben wir alle Daten verstanden, das Ziel verstanden, haben wir das Problem verstanden? Naja, wir haben ein Quader gegeben und wir wollen mit Seitenlänge ABC und wir wollen die Diagonale D berechnen oder ausrechnen in Abhängigkeit von ABC. Was ist hier hilfreich? Beispiele sicherlich nicht oder ein ähnliches Problem vielleicht auch nicht zunächst notwendig. Aber eine Skizze wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn man so ein geometrisches Problem hat. Und jetzt haben wir hier also unseren Quader mit den Seiten A, B, C und unsere Diagonale D. Wir wollen die Länge von D in Abhängigkeit von A, B, C ausdrücken. Und naja, Längen von Diagonalen bestimmen kennen wir ja irgendwoher. Das heißt, wir haben schon mal so ein ähnliches Problem gesehen. Und zwar ist es der Satz von Pythagoras, der hier sagt, dass die Länge von x hier einfach die Länge von a² plus b² in der Wurzel ist. Das heißt, das ist dann etwas, was wir erstmal festhalten. Und jetzt fragen wir uns, wie können wir das wiederum gewinnbringend benutzen, um uns diesem Problem zu nähern. Und hier arbeiten wir jetzt im Grunde rückwärts, denn wir überlegen uns, wie können wir das hier gewinnbringend benutzen, um das D zu berechnen. Und dann sehen wir, dass wir vielleicht die folgende Fläche uns mal angucken, Diagonalfläche nenne ich sie mal, von A hier oben hin rüber zu der Seite CD. Also wir nehmen einfach diese Fläche, die hier quer durchgeht. Und dann haben wir AC als die eine untere Seite, C hier, klein c, als die obere Seite, das ist dann hier das A und das B. Und das D hier ist dann entsprechend das X in dieser Fläche. Das heißt, was müssen wir dazu bekommen? Die Seitenlänge C haben wir ja schon. Wir müssen also dann entsprechend diese Seite hier unten ausdrücken in A und B.
damit wir auf D kommen. Wir schauen uns das nochmal hier genauer an. Das heißt, wir haben jetzt dieses X gezeichnet. Das heißt, wir kriegen jetzt dieses Viereck nochmal hier, dieses Rechteck. Und jetzt wollen wir ja, D bestimmen und D ist einfach nur dann x² plus c² und davon die Wurzel gezogen. X² wissen wir aber schon, ist gleich Wurzel aus a² plus b². Das heißt, wir bekommen insgesamt, dass d gleich x² plus c² ist, so wie ich angekündigt habe. Und naja, dann setzen wir halt ein. X² ist ja einfach hier die Wurzel weg und dadurch a² plus b² plus c² und davon die Wurzel. Wir halten also, dass d insgesamt einfach nur die Wurzel aus der Summe aller Quadrate der Seiten ist. Und wie können wir unsere Herangehensweise nochmal veranschaulichen? Naja, wir wollten d herausbekommen und durch Rückwärtsarbeiten haben wir schon herausbekommen, dass wir x und c brauchen, um zu d zu kommen. C haben wir schon, x müssen wir noch rausbekommen, aber x bekommen wir raus, indem wir a und b schon haben. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Problem, mit dem wir uns beschäftigen. Und zwar ist dieses Problem das folgende. Wir fragen uns, welche natürlichen Zahlen n sich denn als Trapezzahlen darstellen lassen und blenden wieder unsere allgemeinen Strategien ein. Und jeder ist erstmal selbst angehalten, einige der Strategien durchzugehen und sich zu überlegen, welche könnten denn hier hilfreich sein, um sich diesem Problem zu nähern. Und als erstes sollten wir uns natürlich klar machen, was ist eigentlich gefragt. Also was sind unsere Daten? Naja, wir haben eine natürliche Zahl n, das verstehen wir noch. Aber jetzt fragen wir uns, was ist denn überhaupt eine Trapezzahl? Das ist das Erste, was wir uns fragen müssen, genau wie das Beispiel vorhin mit dem Lernzentrum. Was bedeutet es, eine Trapezzahl zu sein? Und eine Trapezzahl ist eine Zahl n, natürliche Zahl. Die Summe aufeinander folgender natürlicher Zahlen ist, wobei mindestens die Summe aus zwei Summanden bestehen soll, das steht hier jetzt explizit nicht, aber in der formalen Definition steht es dann hier, das heißt, wir haben ein a, einen ersten Summanden und ein k, das ist dann die Anzahl der Summanden und k ist größer gleich 1, weil wir hier die Summe von i gleich 0 starten, das heißt, n ist gerade gleich a plus i gleich 0 plus a plus 1, das ist einer weiter und so weiter bis k. Das heißt, diese Summe hat mindestens zwei Summanden, nämlich a und a plus 1. Somit wissen wir, was unsere Daten sind. Wir haben natürlich eine Zahl. Wir wissen, was unser Ziel ist. Das ist nämlich, das rauszubekommen, welche von diesen natürlichen Zahlen ist denn eine Trapezzahl, also erfüllt diese Eigenschaft hier unten. Und diese Eigenschaft haben wir einigermaßen verstanden. Summe aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen, wobei mindestens die Summe aus zwei Zahlen bestehen muss. Und jetzt überlegen wir uns, wie können wir das Problem noch besser verstehen. Wir müssen ja irgendwie eine Vermutung entwickeln und bis jetzt ist es noch ziemlich schwierig. Aber das Erste, was wir uns natürlich hier machen können, was sich hier anbietet, ist einfach mal ein paar Beispiele aufzuschreiben. Das heißt, wir haben hier unser n und jetzt machen wir mal eine Tabelle. Und rechts ist dann die entsprechende Darstellung, wenn wir denn eine finden, als Trapezzahl. Und wir starten einfach mit n gleich 1. Warum kann man 1 als Trapezzahl darstellen? Nein, kriegt man nicht hin. Dann nehmen wir die 2. Kann man die 2 als Trapezzahl hinschreiben? Naja, bei der 1 war es natürlich so, dass man hätte schreiben 1 plus irgendwas, aber dann ist man schon zu groß, weil man mindestens 2 Summanden haben muss. Jetzt sind wir bei der 2. Gleiches Problem, man müsste schon haben 1 plus irgendwas und das irgendwas müsste mindestens 2 sein, damit wären wir schon bei 3. Naja, dann sind wir bei der 3, aber die haben wir ja gerade mit 1 plus 2 dargestellt. Dann geht es weiter bei der 4. Okay, kann man die 4 schreiben, dann müssten wir haben 1 plus 2 und dann vielleicht als nächstes dann ja plus 3, da sind wir schon 2, vielleicht nur 2 plus 3, geht auch nicht, das ist 5 und das ist auch dann schon die nächste. Das heißt, hier haben wir wieder, dass 5 eine Trapezzahl ist, 5, 4 vorher ist nicht wahr. Bei der 6 schauen wir auch mal, können wir die 6 als Trapezzahl darstellen. Und hier ist es auch so, 1 plus 2 plus 3 und bei der 7 gehen wir weiter vor, kann man die 7 als Trapezzahl darstellen, ja, als 3 plus 4 und die 8, kann man sie als Trapezzahl darstellen, nein, das kriegt man nicht hin, mit ein bisschen rumprobieren, wird man das sehen und dann fangen wir es bei der 9 und jetzt sehen wir vielleicht bei den ungeraden Zahlen schon ein Muster, ja, bei einer ungeraden Zahl kann ich einfach die Hälfte nehmen,
und dann auf und abgerundet einfach addiert. Das heißt, die Hälfte ist 4,5 und dann nehmen wir einfach 4 plus 5 und haben schon die 9. Und so ist es bei allen ungeraden Zahlen. Und zack, hat man schon mal einen Spezialfall abgehakt, zumindest erstmal gedanklich, müssen natürlich alles noch runterschreiben, aber allein durch die Beispiele hat man es dann schnell erkannt. Wir können also eine erste Vermutung formulieren und hier sind wir etwas mutiger, als wir es gerade gehabt haben, als wir es gerade bei den ungeraden Zahlen hatten. Und zwar sehen wir, dass sogar auch gerade Zahlen Trapezzahlen sind, solange sie keine Zweierpotenzen sind. Das muss man natürlich erstmal bemerken, aber ist auf jeden Fall erstmal auffällig, sobald man ein Auge dafür hat. Und dann ist unsere Vermutung, dass wenn n keine Zweierpotenz ist, dass n dann eine Trapezzahl ist. Und schon sieht das Problem komplett anders aus, als wir es am Anfang hatten. Wir hatten am Anfang erstmal überhaupt so eine vage Frage, wenn man so möchte, dann die Frage klarer uns klarer gemacht, was denn überhaupt verlangt ist von uns, was das Ziel ist. Und durch einige Beispiele haben wir erstens jetzt ein bisschen Gefühl dafür bekommen, für die Definition einer Trapezzahl auch. Dann haben wir es sogar geschafft, dadurch eine Vermutung zu formulieren. Und währenddessen haben wir auch für einen Spezialfall schon das erstmal so nicht formal bewiesen, aber uns erklärt, warum die Aussage stimmen müsste. Und das ist ein super Ausgangspunkt, um jetzt zielgerichtet der Vermutung weiter nachzugehen und zu schauen, wie man dort weiterkommt. Wir lassen das Problem jetzt hier mal soweit stehen und kommen zu einem nächsten Problem. Und dieses Problem wird ein bisschen länger sein als das, was wir zuvor hatten. Und zwar fragen wir uns jetzt hier, oder was ist das Problem? Wir haben jetzt die Aufgabe, alle oder die Anzahl von Teilmengen A, die nennen wir jetzt A die Teilmengen, der Menge 1 bis 28 zu bestimmen. Das ist erstmal so nicht besonders schwierig, wenn man weiß, dass halt die Anzahl der Teilmengen 2 hoch, dann in dem Fall 28 ist. Aber wir wollen nicht alle Teilmengen, sondern wir wollen nur Teilmengen A haben, sodass keine zwei aufeinanderfolgenden Zahlen in A sind. Und wieder ist der Zuschauer jetzt angehalten, die Strategien, die jetzt hier eingeblendet sind, durchzugehen und zu schauen, welche Strategien denn hier hilfreich sein könnten. Wir schauen erstmal, ob wir das Problem richtig verstanden haben. Wir haben also Teilmengen von 1 bis 28, aber nicht irgendwelche, sondern wir haben keine zwei aufeinanderfolgenden Zahlen. Das haben wir erstmal soweit, glaube ich, verstanden. Also sowas wie eine Menge mit 2 und 3 könnte nicht passieren. Und ja, jetzt wollen wir uns halt dieser Aufgabe nähern. Das Ziel ist auch nochmal klar, wir wollen die Anzahl dieser möglichen Teilmengen, der verschiedenen Teilmengen herausbekommen. Das heißt, wir sind bezüglich der Daten und bezüglich des Ziels im Reinen und fragen uns jetzt, wie können wir uns diesem Problem annähern? Und das ist jetzt ein Beispiel, in dem wir haben jetzt also diese Menge von 1 bis 28 und hier könnte es jetzt vielleicht erstmal einen dazu führen, vielleicht bestimmte Eigenschaften der 28 ausnutzen zu möchten, denn es wirkt sehr speziell, die 28 zu nehmen und vielleicht ist es besonders sinnvoll, weil die 28 7 mal 4 ist oder was auch immer, aber hier wird es jetzt so rauskommen, dass es sinnvoll ist, erstmal eine Verallgemeinerung zu machen und zwar ist es so, dass die 28 völlig unwichtig ist, wir können einfach allgemein eine Menge nehmen mit n Elementen und n dann als eine natürliche Zahl, beliebig, aber fest, wie immer. Und jetzt setzen wir halt unsere Anzahl als an. Das heißt, an ist jetzt die Mächtigkeit aller Teilmengen von 1 bis n, sodass a wie gefordert ist. Das heißt, keine aufeinanderfolgenden Zahlen in a sind. Und wir haben jetzt also die Aufgabenstellung, die wir uns selber setzen. Finde eine rekursive Formel für an und löse diese auf und bestimme anschließend A28, weil das ist ja die eigentliche Aufgabe. Wir machen nochmal langsamer und machen uns nochmal klar, was wir eigentlich jetzt gemacht haben. Und zwar haben wir wieder mal etwas benutzt, was wir vielleicht schon mal gesehen haben, ein ähnliches Problem. Wir haben jetzt eine Folge AN und wir haben schon öfters mal gesehen, dass rekursive Formeln sehr hilfreich sein können, zunächst zu finden und man diese im Nachhinein ja auch auflösen kann und dann am Ende halt durch die aufgelöste Formel A28 man bestimmen kann. Und das halten wir hier nochmal fest. Wir haben also unser Problem, also unsere Daten, wie auch immer.
Und dann haben wir die Lösung, auf die wir hinaus wollen. Und dazwischen wollen wir eine Rekursion finden. Das heißt, zunächst wollen wir eine Rekursion finden und dann möchten wir diese Rekursion auflösen. Und das heißt, wir haben wieder im klassischen Sinne hier erstmal ein Zwischenziel formuliert. Und die Rekursion zu finden ist im Grunde ein Rückwärtsarbeiten, denn wir haben die Folge AN und wollen irgendwie AN abhängig von den vorherigen Gliedern darstellen und N. Und dass danach das Auflösen danach einer Rekursion ist meistens Vorwärtsarbeiten. Wir starten also jetzt mit unserer Menge und wollen schauen, wie wir eine Rekursion hier hinbekommen. Und zunächst halten wir fest, dass wir die Menge aufteilen können, indem wir die Teilmengen nehmen, in denen n enthalten ist, also die letzte Zahl hier, und die, in denen n nicht enthalten ist. Wir haben hier eine disjunkte Vereinigung von zwei Mengen. Das heißt, wir bekommen hier auch einfach nur für an, das an, ja, die Mächtigkeit hiervon gleich die Mächtigkeit von dieser Menge ist plus die Mächtigkeit von dieser Menge. Und wie können wir das gewinnbringend benutzen? Hierzu möchten wir ja eine Induktion benutzen. Das bedeutet, wir wollen irgendwie auf diese Menge wieder hinaus, aber mit kleinerem n. Und dazu schauen wir uns die erste Menge hier an, die zur disjunkten Vereinigung führt. Und zwar haben wir jetzt das n mit drin. Aber wenn das n in dem a ist, bedeutet das ja gerade, dass n-1 nicht drin ist, wenn das a wie gefordert ist. Weil dann würden n-1 und n zwei aufeinanderfolgende Zahlen sein, die in a sind. Heißt, wir können genauso gut a nehmen zwischen 1 und n-2, also eine Teilmenge von 1 bis n-2. Dann disjunkt mit n vereinigen und noch zusätzlich sagen, dass das a wie gefordert sein soll. Und dann haben wir genau alle Mengen, die wir hier oben auch schon haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns jetzt die zweite Menge anschauen, das heißt dort, wo n nicht in a enthalten ist, naja, weil n nicht da in a enthalten ist, dann ist es im Grunde nur eine Menge zwischen 1 bis n minus 1. Aber auch hier gilt immer noch, dass a wie gefordert ist, das heißt, dass zwei aufeinanderfolgende Zahlen nicht in a sind. Was heißt das also für unsere Rekursion? Für unsere Rekursion erhalten wir folglich, dass an gleich an minus 1 plus an minus 2 für n größer gleich 3 ist. Denn wir haben an ist die disjunkte Vereinigung von dieser und dieser Menge. Die zweite Menge, ist ja diese hier, ist im Grunde einfach nur die Menge aller a's, genauso wie wir sie vorher haben, nur mit einem n klein, das heißt an minus 1. Und die erste Menge ist die Menge aller a's, so wie wir sie haben, mit 2 kleiner, also n minus 2, aber noch zusätzlich ist jede Menge mit der n vereinigt, mit der Menge n vereinigt. Aber die Vereinigung mit n, weil sie disjunkt passiert, hat die Auswirkung, dass wenn wir Mengen haben, die vorher schon unterschiedlich waren, dass sie nach der Vereinigung immer noch unterschiedlich sind. Und damit haben wir insgesamt, dass hier ja, die Anzahl der, oder die Mächtigkeit der Menge hier ist gleich der Mächtigkeit der Menge einfach nur von allen a's zwischen 1 bis n minus 2, die wie gefordert sind. Und damit haben wir noch diesen zweiten Summanden mit a1 minus 2 und damit haben wir diese rekursive Formel. Fragen wir uns noch, was sind die Anfangswerte, was ist die Anfangswertbedingung? Und zwar a1 ist 2, das heißt, wenn wir nur n gleich 1 haben, was für Teilmengen haben wir dann da? Na, wir haben die Teilmengen leere Menge, diese erfüllt natürlich die Forderung, dass keine aufeinanderfolgenden Zahlen drin sind. Und die Menge mit der 1 erfüllt auch diese Bedingung und damit haben wir da zwei Mengen. Und dann haben wir noch die Menge mit zwei Elementen, 1 und 2. Naja, da haben wir immer noch die leere Menge, da haben wir die Menge mit der 1 und die Menge mit der 2, aber nicht die Menge mit der 1 und der 2, damit haben wir hier 3. Und damit haben wir den ersten Schritt hier geschafft. Durch Rückwärtsarbeiten haben wir die rekursive Formel herausbekommen. Und jetzt wollen wir diese noch auflösen und das machen wir dann hier etwas im Schnelldurchlauf. Wir haben jetzt hier offensichtlich, dass wir die Fibonacci-Folge haben, aber die etwas verschoben ist. Die Fibonacci-Folge war nochmal die Folge, die definiert ist durch die gleiche Gleichung mit den Anfangswerten 1 und 1. Aber das dritte und vierte Folgeglied waren wiederum 2 und 3. Und damit haben wir, dass an einfach nur die um 2 verschobene Fibonacci-Folge sein muss. Also an ist gleich fn plus 2 und fn ist einfach nur hier mit hoch n. Und damit haben wir hier mit n plus 2 statt n. Und damit bekommen wir auch, um die Aufgabe zu lösen, dass a28 nichts anderes ist, einfach nur diese Zahl, der goldene Schnitt hoch 30 minus dem Konjugierten des goldenen Schnittes hoch 30 durch Wurzel 5.
Diese Zahl wollen wir natürlich nicht ausrechnen, die wird auch ziemlich groß, aber so lassen wir die Lösung erstmal stehen. Und damit haben wir auch den zweiten Schritt geschafft, und zwar mit dem Vorwärtsarbeiten haben wir die Rekursion aufgelöst. Schlussendlich wollen wir jetzt noch zu einem vierten und letzten Beispiel kommen, und zwar oder zu einem vierten und letzten Problem. Und dieses Problem ist das folgende. Wir haben in einem Kreis 4 Nullen und 5 Einsen beliebig verteilt. Und danach machen wir das folgende. Wir fügen jetzt so oft wir möchten zwischen allen benachbarten Zahlen gleichzeitig eine 1, falls die Zahlen gleich sind, und eine 0 sonst hinzu und löschen anschließend die ursprünglichen Nullen und Einsen. Und die Frage ist nun, ist es möglich, nach irgendwie vielen Schritten auch immer, mit einer Anfangskonstellation wie auch immer, 9 Nullen oder 9 Einsen hinzubekommen? Wir fragen uns jetzt wieder, und der Zuschauer ist erstmal zunächst selbst überlassen, welche Strategien hier kann man verfolgen, um sich dem Problem schnell zu nähern? Und hier ist es sicherlich sehr wichtig, zunächst das Problem ganz klar zu verstehen, was ist eigentlich der Auftrag, was ist gegeben, was ist gesucht und wie können mir die anderen Sachen dabei helfen, das besser zu verstehen. Und ja, das bietet sich hier natürlich an, direkt eine Skizze zu machen. Wir haben also 4 Nullen und 5 Einsen auf einem Kreis irgendwie verteilt. Hier ist eine beispielhafte Verteilung. Und jetzt haben wir den Auftrag, zwischen alle benachbarten Zahlen gleichzeitig eine 1 oder eine 0 hinzuzufügen, eine 1, falls die Zahlen gleich sind, die benachbarten, und eine 0, wenn sie nicht gleich sind, also sonst. Und das tun wir dann hier an der Stelle. Das heißt, wir fügen hier zum Beispiel eine 0 ein. Da fügen wir dann auch eine 0 ein. Hier eine 0, überall dann entsprechend eine 0 in. Hier dann aber eine 1 und hier dann nochmal eine 0. Das heißt, danach löschen wir die ursprünglichen Nullen und Einsen. Das heißt, wir würden jetzt im nächsten Schritt die roten hier wegmachen und hätten als neue Konstellation einfach nur diese Nullen plus diese eine 1 und dann gehen wir von dort weiter fort. Wir haben also hier wieder, wir haben das Problem jetzt besser verstanden und dabei hat uns eine Skizze geholfen. Weiter besprechen wir das Problem nicht. Und kommen damit auch schon zum Ende dieses Videos. Was war Thema dieses Videos? Und zwar ging es um allgemeine Strategien bei der Problemlösung. Und hier ging es um Grundlagen und Beispiele. Und zwar sind gerade diese Problemlösekompetenzen die, die einen Abschluss des Mathematikstudiums attraktiv machen. Und diese wollten wir einmal klarer deklarieren. Zwar ist es am wichtigsten, die einfach immer wieder durchzuführen, immer wieder mit Problemen konfrontiert zu werden, aber irgendwo ist es dann auch gut, einmal ganz klar diese Strategien, die man immer wieder implizit verfolgt, explizit mal zu benennen und sie vielleicht in Zukunft noch expliziter zu benutzen, dadurch effizienter zu arbeiten. Hierbei haben wir grob in 4 Punkte unterteilt, das Problem besser zu verstehen, wobei es hier viele Unterpunkte gab, dann das Vorwärtsarbeiten, das Rückwärtsarbeiten und das sich Zwischenziele setzen. Und diese haben wir dann versucht, klarer zu deklarieren, während wir uns einige Probleme angeschaut haben und diese dann mehr oder weniger weit angegangen sind. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Schaut euch auch die anderen Videos zu allgemeinen Strategien an.